So, die Belagerung ist immer noch im vollen Gange. Ganz kurz noch ein Zwergen umbenennen. Fällt mir gerade mal so ein. Wir brauchen einen neuen Hammerzwerg, der am besten keinen Namen hat, so wie der da. Und du bist jetzt V, Y, P, A, Sa, Yal, Jur. So, der muss ja auch immer wieder kommen. Seine Aufgabe erfüllen und so. Als nächstes, die Goblins da unten werden irgendwann schon hier herankommen. Was ist eigentlich da in den Käfig getappt? War das die Rat? Guck mal ganz kurz. Nee, da ist ein Zwerg drin. Oh, aber das ist nicht unser Namenloser, ne? Nee. Das ist mal wieder ein Zwerg umgekippt, in die Falle getapst und hat sich wahrscheinlich dadurch das Leben gerettet, was gar nicht mal so schlimm ist. Dieses Problem ist nur, wir kommen nicht an ihn ran. Und ich hoffe mal, der Rest vom Militärtrupp versucht nicht, ihn zu holen. Aber wie schon richtig in den Kommentaren erwähnt wurde, die Militärtrupps ignorieren die Barrow-Befehle wahrscheinlich nur, wenn sie ihre Ausrüstung holen. Das heißt, der Unaussprechliche wollte bestimmt irgendwie einen Silver Warhammer holen, der hier draußen lag und wurde deswegen erschlagen. Also sie müssen einen Blick drauf werfen, dass kein anderer das macht. Ist der Trupp eigentlich gerade aktiv? Nein, ist er nicht. Gut, die sollten sich ein wenig ausruhen. Sonst werden die so schnell krumpig. So, jede Menge Cancel-Befehle, weil die Leute nicht dahin kommen, wo sie gerne hinwollen. Das ist okay. Es werden primär die Gegenstände hier drin sein und die Käfige und die Leiche. Aber so weit, so gut. Das heißt, wir könnten jetzt noch ganz kurz warten und dann den Danger Room wieder anschmeißen. In der Hoffnung, dass unsere Miliz dann schnell genug trainieren kann, um einfach gegen die da anzurennen. Aber gegen 1, 2, 3, 5, 6, 7 Goblins mit Armbrüsten anzurennen, ist nicht so unbedingt sinnvoll. Und ein Artefakt wurde hergestellt. Amlektat, ein Kaolinit Armor Stand. Oh, ein Armor Stand, das ist praktisch. Den können wir immer schön in ein Zimmer reinsetzen von einem Nobleman, der was Schöneres haben will. So, das gucken wir uns doch mal ganz kurz an. Ne, L war Artefakt, richtig? Richtig. 34.000 ist schon mal okay. Gespickt mit Eisen und dekoriert mit Hundeknochen. Stacheln aus Kaolinit. Opal und Hundeknochen. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Amxu Klingdum, dem Goblin. Und Sorus Milecrypt, dem Menschen. Ha. Warum sollte ein Zwerg aus unserer Festung ein Goblin und ein Menschen auf einem Artefakt verewigen, der klingt, als wäre er ein Todesritter? Also Smilecrypt ist ja lächelnde Gruft oder so ähnlich. Also der Goblin des Goblins linkes Augenlid. Ah ne, also das Kunstwerk bezieht sich auf das Ausstechen von dem linken Augenlid des Goblins durch den Menschen Soros Smilecrypt. Okay. Aber dass wirklich solche Kleinigkeiten auch mit reingebracht werden, das ist schon interessant. Also ja, dass Könige erhoben werden und das dann auf Artefakten verewigt wird, das ist okay. Aber dass irgendjemand mal einen Tritt irgendwo hinbekommt und das dann auch auf dem Artefakt verewigt werden kann, das ist schon kurios. Naja, es ist dann noch ein Bild von einem Elfen und einem Minotauren. Und diesmal bezieht es sich um die Tötung des Elfen. Ja, durch den Minotauren. Das ist doch okay. Das Item hat ein Bild von einem Edelstein ebenfalls drauf. Das ist ein ganz schön vollbepacktes Item. Und noch ein Bild von noch einem Menschen und einem Riesentiger. Und es bezieht sich auf die Tötung von dem Menschen durch den Riesentiger. In den Violent Hills. Also in den gewalttätigen Hügeln. Ja, das passt doch. Aber ganz schön viele Bilder. Na gut. Interessantes Artefakt. Kommt mal in irgendein Nobleman-Zimmer, wie sich das gehört. Und die Goblins bewegen sich immer noch nicht. Ah, okay.
Was haben wir noch auf der Herstellenliste? JM? Nur noch Steinsachen? Das heißt, wir haben keine Kohle und kein Metall mehr, oder wie sehe ich das? Ich sehe jede Menge Holz. Das heißt, wir hätten gerne Make, nicht Ale. Das haben meine Finger gemacht, nicht ich. Make Charcoal. So, 30 Stück. Und unsere Stockpiles sagen, wir haben noch wie viel Eisen? Ich glaube, wir hatten keins mehr. Ja, Large Blocks, Slabs. Bars, da. Eisenbarren, 2 Stück, das ist nicht viel. Ja, wir haben noch 5 Stahlbarren. Das ist auch nicht besonders viel, aber wir könnten daraus was herstellen. Bismut-Bronzebarren haben wir 2. Wir könnten aus dem Pig Iron und dem Iron einen Stahlbarren mehr machen. Also hätten wir schon mal 6 Stahlbarren. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir das über den Jobmanager machen können. Wir hätten gerne Steel. Make Steel Bar. Jo, einmal bitte. Und jetzt gucken wir nochmal in den Stockpiles, was wir inzwischen so an Rüstung haben. Wir haben hier recht viel hergestellt. Also hier haben wir unsere Eisenbrustplatten. Wir haben jede Menge Bronze- und Stahlbrustplatten. Das heißt, wir haben genug für den einen Trupp. Wir haben 10 Iron Mail Shirts. Das ist auch schon mal sehr gut. Hat jeder 1. Auch wenn er jeweils eigentlich 3 haben sollte. Aber ist besser als nichts. So, Hosen. Hosen hatten wir doch eigentlich auch in Auftrag gegeben. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ich sehe hier ganz oben nichts aus Metall. Und auch so beim Überfliegen von dieser doch recht langen Liste sehe ich auch nirgendwo Metall. Ah, doch da. Iron Greaves, 12 Stück. Warum sind die denn nicht oben? Das finde ich jetzt recht verwirrend. Also bei den anderen Sachen ist extra so sortiert, dass die Metallsachen nach oben kommen. Wenn man denn ganz oben ist. Ja, hier, ganz oben Metall, ganz unten Stoff. Das macht Sinn. Bei den Hosen, ganz unten Stoff, ganz oben Seide. Also ich denke mal, Stahl ist besser als Seide. Aber na gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Also wir haben auf jeden Fall 12 Hosen, das ist okay. Wie schaut es mit den Helmen aus? Wir haben auch 12 Helme. Handschuhe. Wir haben 11 Stahlhandschuhe. Sehr gut. Schuhe. Irgendwas konnten wir nämlich nicht zu Ende produzieren, weil wir nicht genug Eisen hatten. Das würde ich jetzt ganz gerne mit den restlichen Stahl machen. Genau hier. Wir haben nur 2 Eisenschuhe und einen Zinkschuh. Das ist das Artefakt. Und sehe ich das gerade richtig, ist das nur ein einzelner Schuh und kein Paar von Schuhen? Das wird natürlich noch cooler. Da könnte man einen Artefaktschuh links tragen und ein anderes Artefaktschuh rechts. Na gut. Also Eisenschuhe. Nee, wir bräuchten eigentlich 8, aber wir haben nur 6 Barren. Das machen wir mal anders. Wir sagen jetzt wieder Jobmanager. Wir hätten gerne Steel High Boots. 6 Stück. Und wir hätten gerne Iron High Boots. Da müssten wir noch einen Barren übrig haben. Und wir hätten gerne Bronze High Boot. Davon 2 Stück. Und für Notfall nochmal Copper High Boot. Da nehmen wir ruhig 10 Stück. Damit wir im Notfall auch einen zweiten Trupp ausrüsten könnten. Ist zwar nicht so die super Rüstung, aber es dürfte reichen, um die Holzspeere abzuhalten im Danger Room. Und es ist echt besser, als wenn sie nackt rumlaufen und sofort gewonnen werden. So, Holz ist soweit okay. Goblins haben sich immer noch nicht bewegt, aber ich habe auch sehr viel Pause gemacht. Das ist in Ordnung. Der eine Zwerg schläft immer noch auf der Streckbank. Ich guck mal ganz kurz unseren Noble Screen an. Der Captain of the Guard ist ja ein neuer, braucht ein neues Zimmer. Giftgrün ist der Captain momentan. Unser Doktor ist noch am Leben, braucht nichts und kümmert sich trotzdem nicht um den Patienten auf der Streckbank. Das ist komisch. Aber na gut, erstmal das häufig wechselnde Zimmer neu einteilen. Hier, du gehörst Giftgrün. Du gehörst Giftgrün. Du gehörst nicht diesem komischen kleinen Kind, das immer wieder das Bett klaut. F. Sondern du gehörst Giftgrün. So. Der dürfte jetzt auch nicht mehr meckern. Wo wir gerade so viel Holz haben. Also wie viel ist eine Reihe? 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5.
Also wir haben ungefähr 50 Holz oder so. Davon haben wir jetzt 30 für Kohle ausgegeben. Das heißt, ich gebe auch nochmal einen Befehl für Make Wooden Bin. Das war doch so, oder? Make Bin. Bin. Construct Lead Bin. Ne, wir hätten gerne einen aus Holz. Ach, Construct. Das finde ich auch ein wenig ungeschickt gelöst, dass es einmal Construct, Craft, Make und sonst was gibt. Aber na gut, man kann auch anders danach suchen. Also wir hätten gerne 20 Stück davon. Weil wir irgendwie echt auf keinen grünen Zweig kommen. Ich schmeiß immer mal 30, 60 von den Bin-Befehlen in den Jobmanager und trotzdem reicht das irgendwie nicht. Oder sind die da alle leer? Moment mal. Ne, da sind Granitblöcke drin. Ha, hier ist nichts drin, aber er ist Granitblöcke tituliert. Ja, so, das ist der falsche, da. Ja, das nimmt also anscheinend fast all unseren Platz weg. Überall sind jeweils nur 5 Granitblöcke drin. Das kommt davon, wenn ich so viele Granitblöcke immer auf Vorrat haben will. Na gut, dann müssen wir mal einfach ein bisschen Granit verbauen. Wir hätten gerne... Das war Shift C und dann Floor. Genau. Weil wir keine Straße im Fort haben wollten. Und jetzt bauen wir einfach hier ein richtig schön langes Stück. Mit den Granitblöcken. Die dürften auch nach und nach die Bins frei werden. Granit... Ich will aber nur die Blöcke haben. Hä? Ah, da. Ganz oben, da bin ich die gar nicht gewöhnt. Und es waren über 99. Das kann also noch eine Weile dauern. So, seid ihr jetzt immer noch oben? Ja, seid ihr. Immer noch 99. So, das wird keinen großen Unterschied machen. Aber inzwischen sind sie weiter runtergerutscht. Nein, nicht aus Lehm, nicht aus Graphit, Granitblöcke, da. So. Da sind jetzt schon mal ein paar weniger. Und unsere Festung sieht nach und nach besser aus. Apropos besser aussehen, ich sehe da jede Menge Befehle zum Abschleifen. Aber unser Schleifer hat jede Menge zu tun. Ja, dem hatten wir richtig viel zu tun gegeben, hier unten in den Grüften. Aber ist er schon fertig mit. Sehr schön. Goldsäge sind auch schon positioniert. Haben wir da noch einen von? Burial Receptacle. Nö, haben nur noch Granit-Coffins. Oh, die können wir aber auch mal setzen. Nur so auf Vorrat. So, eine ganze Reihe bitte davon. Dann müssen wir noch später daran denken, dass wir die auch zum Befüllen freigeben. Das vergesse ich ja auch ganz gerne mal. So. Und wo ich die Morial Slabs da gerade mal sehe, gucke ich mal kurz auf die Einheitenliste, ob wir vielleicht irgendwo einen neuen Geist haben. Hahaha, genau. Einen neuen Geist haben. Okay. Also brauchen wir wieder ein Crafts Dwarfs Workshop. Hier. Ah, Engrave Morial Slab. Ha. Huh. Haben wir den schon? Ich sehe nirgendwo eine rote Nachricht, dass da ein Geist ist. Okay, also wieder runter. B. Slab. Nö. Na, komisch. Na gut, das behalten wir mal so halb im Auge. Und da oben fehlt ein Sarg. Sagen die Goblins in der Zwischenzeit. Die sagen, wir hängen immer noch am Eingang rum. Ich würde gerne Tieren einzelne Befehle geben können, ohne dass ein Zwerg mitlaufen muss. Und ja, ich weiß, das klingt gemein, aber wenn wir jetzt irgend so ein kleines Entlein hier hinschicken würden, würden die vielleicht ein bisschen näher kommen. Naja, hilft nur warten, ne? Ist schließlich eine Belagerung. Na gut. Wir machen erstmal eine kleine Pause und in der nächsten Folge
Was ist das denn da alles? In der nächsten Folge misst mir das Trade-Depot mal aus und ersetzen das durch das Platin-Dingens. Also bis gleich.